Cordyceps. Auf den Cordyceps, auch chinesischer Raupenpilz genannt, wurde die Welt erstmals 1993 bei der Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Stuttgart aufmerksam geworden. Im Finale des 3000-Meter-Rennens der Frauen ließen die chinesischen LäuferInnen das Feld stehen. Wie sich herausstellte, hatten sie Raupenpilze zu sich genommen. Cordyceps erhöht die Sauerstoffaufnahmefähigkeit des Blutes und unterstützt die ATP-Produktion. Adenosintriphosphat transportiert die Energie von dort, wo sie produziert wird, dorthin, wo sie gebraucht wird. Das heißt, zu den Zellen. Unser Körper kann Adenosintriphosphat nicht speichern, er produziert immer so viel, wie er braucht. Im Optimalfall. Raupenpilze erleichtern diesen Prozess und können daher nachweislich die körperliche Leistungsfähigkeit messbar steigern, ohne dem Körper zu schaden. Ein großer Vorteil für Profisportler ist, dass es nicht als verbotene Substanz gilt, so dass keine Gefahr besteht, nach einer Dopingkontrolle vom Wettkampf ausgeschlossen zu werden. Nichtsdestotrotz kann sich jeder Sportler dafür entscheiden, keinen Cordyceps zu konsumieren, aber er sollte beten, dass auch seine Gegner das nicht tun.